Schnelle Rezepte und gleichzeitig gesund und vollwertig und wehe, es schmeckt nicht sackrisch gut, weil es ja klar ist. Aber wenn der Hänsler uns Rezepte, die eine Stunde dauern, eine schnelle Nummer verkaufen kann, dann kann ich euch auch gesunde und vollwertige Rezepte zum Abendessen als schnell verkaufen, weil es ja klar ist. Ich bin der Kenner als Plant-Based Ernährungsberater, dreht sich bei mir alles um gesunde, vollwertige und ausgewogene Rezepte, die lange satt machen und euch auf Dauer dabei helfen, euer Wunschgewicht zu erreichen oder zu halten. Und wer den Geschmack von kein Stress kochen, die Geschwindigkeit vom Hänsler und gleichzeitig so gesund kochen will wie... Gibt es eigentlich irgendjemanden, der gesünder kocht als ich auf YouTube? Und wer das Augenzwinkern gesehen hat, der drückt jetzt den Red Button, weil so ein gutes Paket kriegt sie eigentlich nur zu Weihnachten. Viel Spaß beim Video. Ach ja, wem am Ende des Tages die Videos so gut gefallen oder sogar helfen, dass man unbedingt Unterstützerin werden will, ich freue mich, sakrisch. So, jetzt aber, auf geht's, packen wir so. Apropos, oh, wir fangen mit 200 Gramm Quinoa an. Warum? Weil Quinoa das ideale Getreide für gesundes Abendessen ist. Es hat von allen Getreide- und Pseudogetreidesorten das beste Aminosäureprofil und versorgt uns gleichzeitig sehr gut mit Mineralstoffen wie Kalium, Calcium, Magnesium und Phosphor und ganz ordentlich mit Spurenelementen wie Eisen, Zink, Kupfer und Jodid. Und außerdem gibt es kein anderes Getreide, das uns so gut mit Jodid versorgt wie Quinoa. Und keins, das uns so gut mit Eisen versorgt wie Hirse. Wer also mehr auf seine Eisen- als auf seine Proteinversorgung achten muss, der kann gerne Hirse statt Quinoa verwenden. Der Quinoa wird ordentlich gewaschen und dann mit 400 ml Wasser ganz langsam zum Köcheln gebracht. Schaum sollte Körner bilden, das wäre nicht so gut, das wollen wir nicht. Während der Quinoa kocht, nehmen wir eine Süßkartoffel, so um die 150 Gramm Pi mal Daumen und schneiden sie geschält in kleine Würfel. Süßkartoffel, richtig toller Beta-Carotin und Vitamin E-Lieferant. Apropos Vitamin E, Kürbis ebenfalls sehr gut mit dabei und auch ein wertvoller Eisenlieferant. Auch da von Pi mal Daumen 150 Gramm und auch der wird in kleine Stücke geschnitten. Ich mag gerne Hokkaido, aber jeder andere Kürbis tut's auch, im Notfall ohne Schale. Last but not least, Aubergine, richtig 150 Gramm und wenn ihr es geschafft habt, die auch klein zu schneiden, dann wandert alles zusammen auf ein Backblech, am besten schön in Reihe, dann kommt sie später nicht durcheinander. Und weil nicht nur mir so ein gescheiter Geschmacksverstärker ist, sondern auch ein Salz, hauen wir ein bisschen was drüber und ein Sprut Olivenöl, alles ein bisschen durchmischen und auf die Linie achten und dann bei 180 Grad Umluft für 20 Minuten plus minus 10 in den Ofen. Nach 10 Minuten dürft ihr ein bisschen rumstochern, nichts verbrennen lassen. Der Quinoa befindet sich in den letzten Zügen, ein bisschen braucht er noch. Wenn das Wasser komplett weg ist, auskühlen lassen und wir machen die Beilage. 300 Gramm gekochte Kichererbsen, 4 Knoblauchzehen oder 8, 1 Teelöffel Ras El Hanou, 1 Esslöffel Fischsoße, wer die nicht mag, nimmt heute Sojasauce, 50 Gramm Kichererbsenmehl, den Saft einer Zitrone und dann mixen wir mit dem Mixer oder mit dem Zauberstab, bis wir so eine schöne geschmeidige Masse bekommen, die wir dann auf 3 Schüsseln verteilen, so einigermaßen gleichmäßig. Und wenn das Gemüse aus dem Ofen weich und ein bisschen röstig ist, dann verteilen wir es auf 3 Schüsseln, so einigermaßen gleichmäßig. Und wenn der Zauberstab noch neben einem liegt, dann dürft ihr wieder pürieren oder ihr haut es nochmal im Mixer. Aber das wäre mir echt zu viel Arbeit. Ich würde dann lieber einen Stampfer nehmen und stampfen. Bei der Konsistenz müsst ihr ein bisschen schauen, kann sein, dass der ein oder andere Teig nur ein bisschen Kichererbsenmehl braucht. Wie bei mir zum Beispiel die Aubergine, die hat nur einen Esslöffel vertragen. Schlussendlich müsst ihr heute schöne Pflanzerl rollen können. Der Kürbis zum Beispiel hat jetzt keine extra Portion Mehl gebraucht. Schaut einfach, wie das so bei euch ist. Jetzt brauchen wir nur eine Tasse, vielleicht eine blaue und einen guten Esslöffel helles Miso. 2 bis 3 Esslöffel dunklen Balsamico, 1 Esslöffel Mirin ohne Alkohol. Schaut da drauf, wenn Alkohol drin ist, dann steht das drauf. Und 4 Esslöffel Olivenöl und alles gescheit verrühren, sodass das Miso sich gut verteilt. In eine große Schüssel kommen dann der gekochte Quinoa. Wenn der noch ein bisschen warm ist, ist das auch nicht schlimm. 100 Gramm Rucola, 400 bis 500 Gramm gekochte Bohnen, 400 Gramm geschmackige Tomaten, 2 rote Zwiebeln, nicht zu klein geschnitten, 1 bis 2 Knoblauchzehen, 150 Gramm gescheite Oliven, eine rote Paprika, eine gelbe Paprika, eine grüne Paprika, ein Bund Koriander oder Basilikum und die Miso-Marinade gescheit durchmischen, also den Quinoa von unten hochholen und richtig gut vermengen und dann dürft ihr das Ganze ein bisschen durchziehen lassen, solange bis die Pflanzerl fertig sind. Die rollen wir zuerst in Vorzugsgröße und ich bin da echt immer ein bisschen ungeduldig und mache die gerne etwas größer. Ihr könnt die natürlich auch in schöne kleine runde Kugeln rollen und frittieren, dann dürft ihr es auch Falafel nennen. Ich hau lieber ein bisschen Olivenöl in die Pfanne und brat's mal so an. Ich darf dann nur Pflanzerl sagen, sonst wird es illegal. Bei mittlerer Hitze schau dir einfach mal nach 10 Minuten, ob sie schon verbrannt sind. Wenn ja, war es zu lang oder zu heiß, aber kein Stress, das backt ihr schon.
Apropos packen, wenn ihr einen Teller habt, dann packt den Salat da drauf. Das ist unser Hauptgericht. Also nicht sparsam sein, ordentlich rauf damit. Und dann ein bisschen was von unserer Beilage, ein paar Pflanzerl. Falafel sind es ja nur, wenn es beide Augen zudruckt. Auf jeden Fall sind es dreierlei Falafel mit einem Berg voll Nährstoffen. Das perfekte Abendessen für die ganze Familie. Und wer keinen Abend hat, der macht es sich halt zu mittags, dann darf es auch ein, zwei Pflanzerl mehr nehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, kommt's gut rüber, bleibt's gesund und scheißt's auf die Böllerei. Die macht bloß Dreck, ist sakrisch laut und wenn ihr unbedingt euer Geld verbrennen wollt, dann zündet's ein Fuffi an, schreit's dabei so laut wie es geht, haut's rein, pfiat euch, bis nächstes Jahr.